The Last of Us Episode 5 bzw. Folge 5 erschien dieses Wochenende etwas früher als sonst. Nämlich schon in der Nacht von Freitag auf Samstag, um genau zu sein, circa um 4 Uhr. Und deswegen kommt auch dieses Recap etwas früher, aber nicht zu früh, habe ich mir gedacht, weil einige wahrscheinlich trotzdem die Serie erst auf Sonntag bzw. Montag sehen werden. Aber so sehr ich mich darauf gefreut habe, diese Folge früher zu sehen, so sehr wurde ich auch enttäuscht, beziehungsweise so sehr war es auch eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Warum ich diese Folge nicht so gut fand, beziehungsweise was ich an ihr gut fand und was nicht und ob ich sagen würde, das ist die beste oder schlechteste Folge, das erfahrt ihr in diesem Video, deswegen bleibt auf jeden Fall gerne dran und ich heiße euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Genau, The Last of Us Part 5 ist erschienen und die Folge hat angefangen, da wo wir quasi aufgehört haben, nämlich es war klar, okay, ja, Henry und Sam sind Thema dieser Folge. Und ich komme zu Punkt 1. Ich hassle hier durch, Leute. Heute wird ein bisschen schlimm, glaube ich. Punkt 1. Why the fuck is Sam taubstumm? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. In meinen Augen, korrigiert mich, wenn ich irgendwie falsch liegen sollte, aber in meinen Augen macht es keinen Sinn. Es bringt in der Serie nichts. Es ist einfach... Ich verstehe es nicht. Es macht sogar, finde ich persönlich, so vieles kaputt. Ich bin ehrlich, ich finde es irgendwie cool, wie sie es geregelt haben, dass er trotzdem mit denen allen kommentiert. Und auch Ellie und seine Beziehung sind, also diese freundschaftliche Beziehung, ist auf jeden Fall übel gut dargestellt, dafür, dass er nicht reden oder hören kann. Punkt 2. Wie funktioniert dieses scheiß Schreibding? Bitte erklärt es mir, ich habe es nicht verstanden. Wie funktioniert es? Wenn ihr es wisst, sagt es mir. Ich habe es nicht verstanden, das hat mich wahnsinnig gemacht. Gehen wir einen Schritt weiter. Dadurch, dass Sam taubstumm ist, was ich immer noch nicht verstehe, ich bin ehrlich, das ist mein größter Kritikpunkt an der Folge. Das ist mein größter Kritikpunkt. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Hut ab für den Schauspieler. Keine Frage. Er hat die Rolle trotzdem super rüber gemacht. Er ist ja im echten Leben auch taubstumm, tatsächlich. War mir aber auch schon fast klar, weil es mittlerweile tatsächlich so ist, wenn stumme bzw. taube Menschen in Filmen und Serien kommen, sind sie auch meistens im echten Leben taubstumm. Finde ich cool. Respekt ist super geil rübergebracht, aber ich verstehe nicht, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich check's nicht. Auf jeden Fall, ich muss sagen, die Folge war für mich schwer zu gucken. Sie kam ja, wie gesagt, am Samstag um 4 Uhr circa raus. Ich habe sie dann ein bisschen später erst geguckt. Ich habe sie angefangen zu gucken und ich habe sie ausgemacht, weil ich wirklich hier saß und dachte mir so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, erstmal 20 Minuten einen Stummfilm zu gucken. So böse es vielleicht klingt, um Gottes Willen, so böse es klingt, aber ich hatte keinen Bock. Auf jeden Fall habe ich mir später nochmal angeguckt und habe gesagt, okay, komm, jetzt reinhasseln. Und ich sag ganz ehrlich, diese Folge hat mir zur Hälfte keinen Spaß gemacht. Ich bin ehrlich, das war einfach für mich bis zu einem gewissen Punkt einfach nur qualvoll. Aber ich muss sagen, ich habe mich auf diese Folge eigentlich gefreut, weil ich wusste, okay, es wird um Henry und Sam gehen und ich weiß, dass es mit einer der emotionalsten Plots bzw. Geschichten bzw. Spieleabschnitten im Spiel, weil es einfach unfassbar dramatisch ist und ich war erstmal absolut enttäuscht. Ich war heftig enttäuscht. Gehen wir aber mal weiter. Es gibt ein bisschen halt Backstory, wie sie abgehauen sind, wie sie sich versteckt haben, wie sie flüchten wollten, wie sie dann quasi auf Ellie und Joel getroffen sind. Ist alles gut erklärt und so. Wunderbar. Ist auch kein Loch irgendwo, wo ich sagen würde, okay, hier, warum wird das nicht erwähnt? Alles tutti. Kommt es jetzt nun zu dem Moment, wo wir quasi in der Folge 4 aufgehört haben und in Folge 5 angefangen haben, mehr oder weniger. Und zwar, Henry richtet seine Waffe auf Ellie, Sam seine auf Joel. Und es ist erstmal direkt ein bisschen Humor drin, weil Joels Stimme, sowohl im Originalton als auch in der deutschen Fassung, einfach sich sehr, sehr pissig anhört. Und Ellie sagt das auch. That's just the way he sounds. He has an asshole voice. Joel, tell him he's okay. Everything is great. Dude. Irgendwie, ist eine lustige Szene. Und auf jeden Fall, es geht ganz schnell und sie sagen, okay, ja, hier, alles easy, wir tun uns nichts gegenseitig, sie teilen sich ein Essen und Henry erklärt, jo, er möchte abhauen und sie wollen aus der Stadt flüchten und sie würden gerne Joels, beziehungsweise halt Ellies Hilfe und Joels Hilfe halt haben, um halt da rauszukommen, weil sie mitbekommen haben, okay, die wollen halt auch weg. Wir merken direkt, Ellie und Sam verstehen sich direkt, natürlich, das sind zwei Kinder und wie viele Kinder in der Apokalypse trifft man? Wahrscheinlich eher weniger, obwohl eins treffen wir noch. Und holy shit, das war creepy as fuck, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und wir merken halt, die Dynamik ist einfach super gut. Ne? Also Ellie versucht tatsächlich in gewissen Maßen hier ein bisschen Zeichensprache quasi mitzukennen und redet auch wirklich, also sie realisiert, okay, ich muss langsamer und deutlich reden, damit der meine Lippen lesen kann und wir uns halt irgendwie verstehen. Abgesehen von dem Schreibding, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wirklich, bitte erklärt es mir, wenn ihr es wisst. Und eine Szene später sehen wir, wie Henry und Joel am Reden sind und halt über den Plan am Philosophieren sind. Und da kommt es auch zu einem Punkt, der mir schon in Folge 4 irgendwie aufgefallen ist. Und zwar die Frage, warum es in dieser Stadt so nur voller Menschen ist und nicht voller Infizierter, weil es ist halt nur mal eine Stadt und es ist, ihr versteht das Prinzip. Und es wird gesagt, ja, die Fedra hat die vor wie viel auch immer Jahren halt in eine
Kanalisation mehr oder weniger runtergeschafft und vor ein paar weiteren Jahren wurden sie halt da, soweit es geht, alle ausgeschaltet. Ja, und damit wären wir auch schon quasi beim Punkt, wo ich letzte Folge drauf angesprochen habe, und zwar dieses Loch, dieses atmende Loch im Boden. War mir halt sehr klar, es werden Infizierte sein, beziehungsweise eventuell ein Bloater, weil das einfach für mich irgendwie sehr, sehr, sehr danach aussah. Auf jeden Fall missgünstig wie immer. Joel sagt aber, okay, komm, wir machen das irgendwie, und es fängt halt, ganz ehrlich, es fängt gut an. Also man merkt so, okay, Joel und Henry verstehen sich mittlerweile, sie haben beide so ähnliche Sachen erlebt irgendwie in einer gewissen Hinsicht und sie verstehen sich gut, und natürlich Sam und Ellie sowieso. Und dann kommen wir in irgendeinem Untergrund, in der Untergrundbase an, wo halt alles so schön bemalt ist, es gibt Spielzeug, es gibt Comics und da merken wir auch, Ellie und Sam haben echt sehr viele Interessen, sehr viele gleiche Interessen, und die Gespräche gehen halt weiter. Entgegen aller Erwartungen kommen die halt auch relativ safe durch diese Tunnel durch, und naja, Henry beschwört das Schicksal heraus, er sagt, sie gehen da durch so einen Vorstadtort oder so, und er sagt, ach, hier sind doch keine, hier, bla bla bla, hier ist doch niemand, und peng, puff, och, da ist jemand, und der schießt aber sehr, sehr schlecht. Action-Szene, Joel rennt zu dem hin, es ist ein alter Mann, der alte Mann, er gibt ihm die Chance, legt eine Waffe weg und chill hier noch ein paar Stunden, der alte Mann denkt sich so, nö, ich versuch dich zu quickscopen, hat nicht so ganz geklappt, Joel war schneller. Und nun kommt es zum besten Teil dieser Folge. Und das ist auch leider irgendwie. Denn die Banditen-Gangster mit Kathleen als Anführerin sind natürlich weiterhin auf der Suche nach Henry. Und wir finden auch heraus, es liegt daran, dass er ihren Bruder mehr oder weniger auf dem Gewissen hat. Ich meine, ich habe den Plot dann nicht so ganz verstanden. Vielleicht, weil ich ihn nicht verstehen wollte oder nicht richtig zugehört habe. Aber irgendwas mit ihrem Bruder auf jeden Fall. Aber sie will in meinen Augen halt einfach irrelevante Rache. Es ist wirklich, es ist Abby 1.0 irgendwie schon. Also es ist so, wir versuchen schon mal eine Abby leicht reinzubringen. Auf jeden Fall haben wir nun Joel mit einem Scharfschützengewehr in einem Fenster, was natürlich viele Leute aus den Spielen kennen, diese guten alten, nenne ich mal Sniper-Missionen mit Joel, wenn man es so nennen kann, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und Ellie, Sam und Henry sind halt auf dem offenen und die Banditen kommen angerückt und ja, sagen hier voll aufgeschützt mit allen Waffen, mit allem Möglichen, was nur gibt, wollen halt Henry rauslocken. Und Henry sagt ja, okay, hier, ich bin hier, aber lass die Kinder gehen, was ja in meinen Augen ein unfassbar legitimer Punkt ist. Und dann sagt sie, also Kathleen, nee, also sie ist halt, gehört zu dem Typen, der hier den und den umgebracht hat. Und ja, Sam gehört zu dir, also müssen die sterben. Egal wie böse du bist, siehe Negan, egal wie böse du bist, es macht keinen Sinn. Warum sollte man ein Kind umbringen? Nehmt doch diese Kinder, gebt denen eine Gehirnwäsche mehr oder weniger und lasst die in eurer Armee mithelfen. Das macht alles mehr Sinn, als sie einfach zu töten. Selbst zu sagen, okay, wir töten Sam und Ellie vor den Augen und töten dann Joel und Henry. Es macht halt von, also ich finde, also in der jetzigen Folge muss man sagen, Kathleen hat einfach unlogische Rachegelüste. Es macht in meinen Augen keinen Sinn irgendwie. Auf jeden Fall geht's halt dazu, Henry will gerade doch rauskommen, hat Ellie gesagt, hier, du nimmst Sam und ihr lauft. Und es steht gerade, stellt sich gerade vor Kathleen, sie will gerade die Waffe zücken und peng. Und auf einmal ist ein Auto, was vorher in ein Haus gefallen ist, geht auf einmal so ein bisschen in den Boden rein und der Boden geht unter dem Auto weg. Und ja, es wird alles ruhig und alle wissen, oh, oh scheiße, jetzt kommt hier Panik. Und ja, dann auf einmal, boom. Infiziertenhorde rennt aus diesen Löchern. Es gibt ein heftiges Gemetzel. Die Infizierten, wie immer, sehen unfassbar genial aus. Und das Schöne ist, trotz dass die Folge, also der hauptspannende Teil in dieser Folge, im Dunkeln stattfindet, muss man sagen, es ist alles aber wunderschön, perfekt atmosphärisch ausgeleuchtet. Und die Leute sind am Rumballern. Joel ist am Snipen. Ellie läuft weg hinter von Auto, zu Deckung, hüpft in ein Auto rein und versteckt sich da drin. Und auf einmal kommt aber ein Klicker durchs Fenster. Und es war aber ein besonderer Klicker, denn es war ein, ich würde mal schätzungsweise sagen, maximal 10 Jahre altes Mädchen. Und holy fucking shit, war das creepy. Ich bin ehrlich, ich muss sagen, Kinder sind für mich in Filmen und Serien meistens sowieso sehr, sehr gruselig. Also vor allem in Horrorserien logischerweise. Aber in Zombie-Filmen und als Zombies oder Zombie-Serien und als Zombies, holy shit, das war creepy as fuck. Weil das auch nicht so häufig vorkommt, dass wir Kinder-Zombies sehen. Fand ich übel genial. Gerne mehr davon. Würde ich absolut feiern, weil es auch sehr, sehr realistisch ist irgendwo. Auf jeden Fall, die Action geht weiter und Henry und Sam stecken auch unter einem Auto fest und werden von Infizierten angegriffen oder beziehungsweise umzingelt. Und Ellie will dabei helfen mit ihrem Messer und Joel mit dem Scharfschützengewehr. Und ja, auf einmal kommt ein Brüllen, ein Grohlen aus dem Loch raus. Und ja, was kommt denn da? Ein Bloater. Oh ja, wie ich schon in der letzten Folge erwartet habe, beziehungsweise im letzten Recap, es ist ein Bloater da. Den haben wir auch schon im Trailer gesehen, zumindest angedeutet mehr oder weniger. Aber ich bin mit einer Sache nicht so ganz konform. Also er sieht unfassbar geil aus. Ich weiß nicht, ob er CGI ist oder ob es praktische Effekte sind. Ich glaube, manche Szenen waren
praktisch, manche Szenen nicht, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz sah er einfach wunderschön aus. Komplett überwuchert, wie in den Spielen. Aber jetzt kommt zu dem Punkt, da wir ja nicht die Sporen haben, wie wir sie in dem Spiel haben, ist auch, finde ich, der Bloater halt nicht so relevant, weil er halt nicht das macht, was er in den Spielen quasi mehr oder weniger am gefährlichsten macht. Er ist natürlich immer noch einfach ein unfassbar quasi gepanzerter, riesiger, starker Infizierter, der einem halt einfach den Kopf abreißen kann, was auch eine super Anspielung in dieser Serie war. Im Spiel macht der Bloater die Todes-, soweit ich weiß, die Todesanimation ist das, wenn er zum Beispiel Joel zum Packen kriegt, reißt er ihm quasi so den mehr oder weniger den Oberkiefer raus oder den Kopf ab. Und auch das bekommen wir zu sehen, denn die rechte Hand von Kathleen sagt hier zu ihr: Renn, renn, lauf einfach weg, und er wird gepackt und war cool. Auf jeden Fall fand ich den Bloater sehr, sehr geil, aber halt irgendwie war es nicht so das gleiche, wie ihn im Spiel zu haben, weil wir, wie gesagt, ja nun mal keine Sporen haben, die fliegen können. Und irgendwie macht er deswegen, finde ich, halt ein bisschen weniger Sinn. Die Action geht weiter, es werden immer mehr Leute hier angegriffen, und auch Kathleen merkt so, okay, es ist ein bisschen kritisch hier, und sie macht einen Abflug. Und Ellie, Henry und Sam schaffen es zum Haus, wo sich Joel drin versteckt hat. Joel kommt gerade so raus und, ja, was soll ich sagen, Kathleen steht da und sagt hier: Nein, 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 ihr geht nicht, ich erschieße euch jetzt und ihr werdet sterben, so nach dem Motto. Und was soll ich sagen? Ja, das Zombie-Mädchen rettet den Tag. Es springt auf sie drauf und zerkratzt ja ihr Gesicht und beißt sie dann. Und es war halt irgendwie sehr brutal dafür, dass es ein Kind war, muss man auch einfach mal sagen. Es war schon krass. Und das nutzen natürlich Joel, Ellie, Sam und Henry und hauen ab. Und kommen nun zum finalen Akt der Folge. Und ich sag's, wie es ist. So schlecht, wie ich die Folge in der ersten Hälfte fand, so schlimm fand ich das letzte Viertel. Weil sie haben alles so unfassbar ruiniert. Abgesehen davon, dass Sam taubstumm ist, was ja schon mal sehr, sehr viel Episches in dieser Serie ausgemacht hätte. Ellie und Sam sitzen im Bett, lesen Comics, Joel und Henry sind sich am Unterhalten und erzählen auch sehr viel interessante Dinge, zum Beispiel, dass halt Kinder es einfacher hätten in dieser Welt, weil sie noch keinen haben, den sie quasi beschützen, im Prinzip mehr oder weniger ausgedrückt. Und ja, Henry geht ins Zimmer und sagt so, hier, Schlafenszeit, Sam, ne, du musst schlafen, Ellie auch, ne, und er macht die Tür zu und natürlich die beiden, ja klar, sie bleiben ja noch ein bisschen wach und lesen noch ein bisschen in dem Comic, und auf einmal kommt es halt dazu, dass sie ein bisschen mentaler werden. Auch hier jetzt wieder ein Dialog, der im Spiel auch vorhanden war, nämlich die Frage, ja, hier, wovor hast du Angst? Du siehst aus, als hättest du nie Angst. Und ja, Ellie hat Angst vorm Alleinsein. Und Sam drückt aus, dass er halt irgendwie Angst davor hätte, so zu sein wie die Infizierten, beziehungsweise er fragt, ob man dann noch man selbst ist, wenn man infiziert ist. Und ja, jetzt kommt zu dem Punkt, der einfach alles versaut hat. Spoiler Alert für die, die die Spiele nicht gespielt haben, sondern die Serie noch nicht gesehen haben. Sam wurde gebissen und zeigt es Ellie. Er zeigt ihr die Wunde und Ellie sagt, ja, hier guck ich auch, hier mein Blut ist eine Heilung. Sie schneidet sich den Finger, presst es drauf und hofft, dass es heilt. Sie wollen so beide zusammen wach bleiben, und am nächsten Morgen wacht Ellie auf. Sam sitzt mit Blickrichtung aus dem Fenster auf dem Bett und Ellie geht zu ihm hin, packt ihn an und ja, wir sehen, er hat sich verwandelt, er greift sie an. Beide fliegen ins Wohnzimmer, wo Joel und Henry quasi direkt merken, okay, scheiße. Joel will die Pistole greifen, Henry nimmt sie ihm weg, schießt ihm vor die Füße, sagt, nein, 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 hier, nein, nein, lass es, lass es. Und am Ende erschießt Henry dann Sam selber und auch danach sich selber, weil er fragt sich, was habe ich gemacht, was habe ich gerade gemacht, und er gibt sich selbst einen Kopfschuss. Übel krass, übel heftige Szene, übel gut gemacht, also keine Frage, alle schauspielerischen Momente da waren top und man hat die Anspannung auch quasi gefühlt, auch für jemanden, der die Story kennt, es war einfach wieder so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber jetzt kommt zu dem Punkt, der mich aufregt. In der Serie sagt Sam Ellie, ich wurde gebissen. Und Ellie ist in der Serie im Prinzip die Doofe, die nicht früh genug Bescheid gibt, mehr oder weniger. Im Spiel, und das ist der entscheidende Punkt, im Spiel sagt Sam niemandem, dass er gebissen wurde. Und das, finde ich, ist einfach tausendmal epischer. Tausendmal epischer, weil diese komplette Anspannung, keiner, niemand weiß Bescheid. Ellie nicht, Joel nicht, Henry nicht. Keiner weiß Bescheid, dass er gebissen wurde. Und diese ganze Szene mit dem, er springt Ellie an, sie fliegen raus, Henry erschießt ihn, Henry erschießt sich selber, ist in meinen Augen tausendmal epischer, wenn niemand davon Bescheid weiß. Weil so war einfach Sam, so doof es klingt, das Arschloch, was nicht Bescheid gesagt hat, hier, ich wurde gebissen, ihr müsst mich umbringen, wir können uns jetzt noch alle verabschieden. Und dann gehe ich hier, ne, haut rein. Nein, in dieser Serie war Ellie, die dies einfach mehr oder weniger verschissen hat, leider. Und ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Es macht keinen Sinn. Vielleicht wollten sie einfach damit zeigen, dass ihr Blut vielleicht wirklich keine Heilung ist, dass es kein Heilmittel geben wird, was wir ja in keinem der beiden Spiele rausgefunden haben. Wir wissen es ja immer noch nicht. Vielleicht wollten sie das mit anspielen, so hier, nein, Ellies Blut ist nicht die Heilung. Es gibt keine Heilung dafür. Aber für die Kosten für die Serie, ich verstehe es nicht. Die Folge wäre top gewesen. Hätte Sam ganz normal reden können, wie in den Spielen, wäre es krasser gewesen.
Hätte er nicht gesagt, dass er gebissen wurde, wäre es auch besser gewesen. Die ganze Folge wäre wegen diesen zwei Punkten einfach, oder mit diesen zwei Punkten, wesentlich, wesentlich cooler gewesen. Nichtsdestotrotz war der Mittelteil wirklich gut. Dieser ganze Kampf gegen die Infizierten und gegen den Bloater und alles war unfassbar genial. Einfach wunderschön gemacht und alles top. Und wie gesagt, auch die Story an für sich super geil dargestellt. Und das in einer Folge. Aber, wie gesagt, für mich haben diese zwei Punkte, dass Sam taubstumm ist und halt Ellie sagt, dass er gebissen wurde, haben für mich die Folge definitiv gedowngradet. Ich würde sagen, wenn ich die bewerten müsste, ich würde der Folge 6 von 10 Punkten geben. Ja, tatsächlich so wenig. Ich würde die nicht als schlechtestes ranken, aber also es ist Folge 5, ich würde sie auf Platz 4 setzen. Obwohl, ich würde fast gleichstellen mit Platz 5 eigentlich, bin ich ehrlich, weil die Folge war für mich in dem Moment einfach echt schlecht damit. Es hat alles das, was sie reingebracht haben, war leider in meinen Augen, meiner persönlichen Meinung nach, hat es die Serie oder diese Folge absolut runtergezogen. Natürlich muss das nicht eure Meinung sein. Deswegen seid jetzt ihr gefragt, wenn ihr die Serie gesehen habt, beziehungsweise die Folge, wie fandet ihr sie? Fandet ihr sie gut? War das vielleicht die beste Folge für euch? Oder war es auch die schlechteste oder eine der schlechteren wie für mich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr mir jetzt einen guten Grund nennt oder wenn ihr gut erklärt, warum es vielleicht so besser ist, wie sie es gemacht haben. Ich höre mir es gerne an. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit euch in den Kommentaren ein bisschen diskutieren kann, nenne ich es einfach mal auf positiver Ebene. Und ja, wenn ihr euch für die anderen Folgen interessiert, beziehungsweise meine Recaps dazu, checkt gerne die Playlist aus. Die ist hier irgendwo verlinkt und auch weiterhin den Kanal könnt ihr gerne auschecken. Wenn ihr euch für Filme, Serien und Sonstiges interessiert, schaut doch gerne mal vorbei und lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich möchte jetzt nicht noch länger rumlabern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.